So, nun möchte ich Marek Wasilowski um seinen Auftritt bitten. Marek hat die staatliche, aktuelle Kunstuniversität, damals die Staatliche Hochschule für Kunst und Plastik, beendet, aber auch in, am St. Martin's College of Art and Design in London studiert, der vor allem über Künstler ist und auch Vorträge gemacht hat, auch in den USA, am Darlington College of Art in Großbritannien, an der Florida Atlantic University in den USA, aber an der Kunstfak in Stockholm und an der European School of Arts in Basel, wenn ich mich richtig erinnere. Marek ist derzeit Mitarbeiter am an der Fakultät für Multimediale Kommunikation an seiner Alma Mater, der Kunstuniversität in Poznań, wo er ab 2013, seit 2013 Leiter für interdisziplinäre Doktorandenstudien ist. War. Warum war? Weswegen ist? Dieser Studiengang wurde leider abgeschlossen oder abgeschaffen. Er ist auch Direktor der städtischen Kunstgalerie Arsenal seit 2013, die für die Skala dieser Stadt unheimliche, unfassbare Ausstellungen präsentiert und Events organisiert. Bitte sehr, Marek. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Wir kennen uns mit Michael schon seit vielen Jahren aus Poznań, als er noch selbst Poznaniakel gewesen ist. Du bist das natürlich immer noch. Jedoch blieb ich dort, während er ins Zentrum von Nordamerika zog. Nun komme ich zu ihm in dieses Zentrum, in den Mittelpunkt von Nordamerika, um zu erzählen, was wir in dem Städtchen Poznań treiben. Ich erzähle hier von einer kleinen Stadt, denn Poznań ist zwar eine große, aber keine, also eine über halb Millionen große Stadt, aber trotzdem keine mit groß städtischem Flair. Dennoch wird dort eine herrliche Zeitschrift herausgegeben, die gerade Miasteczko Poznań, also das Städtchen Poznań, heißt. Es ist eine municipale Galerie, eine kommunale Kultureinrichtung. Und dies ist sehr bedeutend aus der Perspektive der Programmgrundlagen von so einem Ort. Das ist kein Museum für moderne Kunst, es ist keine Galerie, es ist eine kommunale Kulturinstitution. Also eine solche, die im Kontext der Selbstverwaltung der Bürger der Stadt eine gewisse Rolle erfüllt, ein Element eines gewissen Netzwerkes darstellt, wo wir mit Kultur und mit sozialen Institutionen zusammenarbeiten, aber auch mit einer unheimlich entwickelten System von NGOs zusammenarbeiten, von lokalen NGOs. Und wir sind Teil eines sehr großen Puzzles. Und durch einen sehr großen positiven Zufall wurde die Stadtgalerie 1962 im Zentrum des Altmarkts platziert, also am prestigevollsten, wichtigsten, bedeutendsten Ort, im Mittelpunkt der des mittelalterlichen Solarplexus, ja, wo sich alle Wege kreuzen, direkt neben dem Rathaus. Das ist ein Ort, neben dem jeder eigentlich vorbeigeht. Es ist ein modernistischer Pavillon von 1962. Auf dem Bild sehen Sie, das Erdgeschoss komplett verglast ist. Und auch das ist unheimlich wichtig, denn wenn man die Straße entlang läuft, dann sieht man, was in der Mitte geschieht, was drinnen geschieht. Aber auch andersrum, ja, wenn man drinnen sitzt, dann sieht man, was dort halt außen geschieht. Als ich 2017 mit der Arbeit in der Galerie begann als Chef, dachte ich mir, dass es ein unheimlich wichtiger Tipp ist.
dass man dazu führen muss, dass eine gewisse Osmose geleistet wird zwischen dem, was drinnen und draußen passiert. Dass das nicht nur ein Ausstellungsraum sein kann, ein Kunstsalon, wie das über viele, viele Jahre traditionell angesehen wurde, sondern dass das ein Ort so wie eine gewisse Agora sein sollte, so wie ein Marktplatz. Dass dieser traditionelle Marktplatz in genau dem Sinne, dass sich Leute dort getroffen haben, um über diverse Dinge zu sprechen, wieder der Stadt zurückgegeben werden sollte. Außerdem sollte es ein Ort der Kunst sein, denn die Kunst ist ein Territorium, auf dem sich die Leute treffen können und diverse Konflikte, Unterschiede bezwingen können, die sie betreffen. Und das ist die Grundannahme. Ich werde hier nicht über mein Ausstellungsprogramm und mein künstlerisches Programm erzählen. Ich will vielmehr davon erzählen, was wir zusammen mit dem Publikum machen, in solchen Aktionen, die ein wenig außerhalb aus der Kunst rausgehen, ja, die auch mit der Kunst zu tun haben und mit Ausstellungen verbunden sind. Einige Punkte gibt es hier, die ich hier besprechen wollte, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken wollte. Das sind zum Beispiel, dass wir ganz aktiv gewesen sind, als der Urwald von Białowieża zerstört worden ist, dass wir teilgenommen haben an Protesten und an künstlerischen Auktionen, wo der Erlös an die Aktivisten ging, die sich an die Bäume ketteten und tatsächlich praktisch darum kämpften, dass dieser Wald, dieser älteste Urwald, nicht zerstört wird. Auch haben wir mehrfach Auktionen, Kunstauktionen organisiert für autistische Kinder. Und das war auch eine interessante Sache, denn dort kamen Personen, die sich normalerweise nicht in eine Galerie hinwagen. Dort kamen viel mehr Menschen, die ihr Geld für etwas Gutes, für einen guten Zweck ausgeben wollten, aber sich vielleicht tagtäglich nicht für Kunst begeistern. Na, und bei solchen Auktionen gibt es auch nicht immer ambitionierte Kunstwerke, wir wissen das ja. Aber man schafft eine gewisse Art von Umfeld, von Menschen, die sich ein bisschen mit Kunst, für Kunst interessieren, aber vor allem auch denen helfen wollen, die diese Hilfe am meisten bräuchten. Und ich muss sagen, dass diese Auktionen sich einer enormen Popularität erfreut haben. Insofern, dass die Galerie praktisch nicht imstande ist, die mehrere hundert Personen zu fassen, ja, zu beherbergen, die teilnehmen wollen. Eine andere Auktion, die wir veranstaltet haben, war zum Beispiel die Selbsthilfeauktion für unsere Kollegen aus der Arbeit, die Geld brauchte für eine Krebsbehandlung. Künstler aus Poznań haben ihre Arbeiten angeboten und wir haben auch gesammelt und geschaut, wer helfen wollte, und es haben sehr viele Menschen ihre Hilfe angeboten und unserer Kollegen geholfen. Ein Briefmarathon für Amnesty International, das ist etwas, das man wohl nicht kommentieren muss, das kennt man wohl. Aber genau das ist das Element dieser Agora, dass wir das mitten auf dem Markt machen. Die Menschen kommen, schreiben Briefe. Es ist eine sehr interessante Geschichte, die mit der Mediationskunst zu tun hat. Präsentationen, die durch Mediatoren des Amtsgerichts in Poznań umgesetzt worden sind. Das, was mit Kunst jetzt eigentlich nichts zu tun hat. Entschuldigung, des Landgerichts, stellen aber eine wunderbare Performance dar, denn diese Präsentation, die sie gegeben haben, sind ein wunderbares Beispiel für die Dinge, die halt in diesen Geschichten, in diesen Gerichten geschehen. Mit einem Kommentar, wie man zu einer Mediation, zu einer Streitschlichtung führen kann, zwischen den Personen, die da teilgenommen haben, im echten Leben. Auch eine sehr interessante Aktion. Und ständig solche Initiativen wie das Sammeln von Büchern für
Gefangene. Das Sammeln von Lebensmitteln für Hunde im Tierschutzverein und so weiter. Auch jetzt sammeln wir zum Beispiel Sachen für das polnische Rote Kreuz, um sie in den polnischen Osten zu transportieren und an die Flüchtlinge weiterzugeben. Als letztes Jahr durch Polen die Frauenproteste durchliefen, war die Galerie ein Ort, an dem die Mädels vorbeigeschaut haben, um Transparente aufzumalen. Dort hatten wir genügend Platz. Wir waren mitten im Zentrum und nachdem die Galerie geschlossen hatte, konnte man dort eben die großen Transparente ausrollen und aufmotzen. Die Galerie ist ein Ort, an dem man sich verschiedene Ideen und Initiativen anhört. Wir versuchen ganz flexibel zu sein. Wir bemühen uns, dass unser künstlerisches Programm nicht dem im Wege steht, zu reagieren auf all das, was um uns herum passiert. Hier auch eine Folie aus verschiedenen Treffen. Treffen mit verschiedenen bekannten Künstlern, aber auch solche mit dem Imam vom Zentrum für muslimische Kultur aus dem Zyklus in Poznań, aus dem Zyklus Wege der Kultur, Wege zur Integration, wo wir dem Imam Raum gegeben haben, dass er den Bewohnern der Stadt erklären konnte, was der Islam ist und inwiefern er ähnlich oder auch verschieden ist im Vergleich zum Christentum, inwiefern die Medien und andere Stellen manipulieren mit dem Bild des Islams. Auch das hat sehr viele Menschen angezogen. Es waren Themen, das ja damals wie heute sehr aktuell sind, in Polen wie auf der Welt, die auch viele Fragen stellen und erwecken, die auch Besorgnisse schaffen. Ja? Und die Menschen konnten auch diese Besorgnisse loswerden. Sie konnten Fragen und eine realistische Antwort erhalten. Eins von diesen Treffen, das ich mir gemerkt habe, war das Treffen mit der Regisseurin Agnieszka Arnold, als wir bei der Ausstellung von Leon Tarasiewicz einen Film zeigten, den sie über die Soldaten der antikommunistischen Armee, antikommunistischen Untergrunds im Osten, ja, gedreht hat. Das waren oft Soldaten aus Gruppen, aus nationalistischen Gruppen, und es kam oft zu Morden an Weißrussen, an Ukrainern. Und Leon Tarasiewicz hat einem dieser Phänomene seine Ausstellung gewidmet, und zu einem dieser Treffen kam eine Gruppe von Jugendlichen mit Emblemen der polnischen Jugend, also einer faschisierenden nationalistischen Gruppe, in schwarzen schwarzer Kleidung natürlich, und sie sahen sich den Film an und haben eine Diskussion mit uns geführt. Es war sehr interessant. Wir konnten ernst miteinander sprechen, was uns eigentlich unterscheidet. Zum Beispiel der Begriff von Patriotismus, Heldentum. Und ich habe so den Eindruck, dass die Menschen bereichert aus diesem Treffen gegangen sind. Sie gingen auch raus mit einer gewissen Reflexion und einer und sicherlich weniger sicher, selbstsicher, als sie reinkamen. Sie kamen natürlich mit der Intention, diese Schau zu blockieren und die Vorführung zu blockieren und die Diskussion unmöglich zu machen. Wir haben auch verschiedene Festivals, zyklische Veranstaltungen durchgeführt, Workshops mit Eltern. Wir machen ja nicht nur Treffen mit Kindern, sondern engagieren auch Mehrgenerationenfamilien, sodass sie zusammen mit ihren Kindern kommen können, sodass sie zusammen etwas schaffen in gemischten Gruppen.
Zuletzt arbeiten wir immer mehr mit Senioren zusammen, die sich auf eine sehr interessante Art und Weise in das Leben der Galerie engagieren und auch die Ausstellungen sehr genau betrachten. Und auch mit ihnen haben wir wunderbare Diskussionen. Ich erzähle über ein paar Projekte, die wir umgesetzt haben über die letzten Jahre. Über die letzten 2 Jahre arbeiten wir an einem Projekt zusammen mit norwegischen und britischen Partnern, das wir in Kürze Extinct nennen. Es betrifft die Situation in einer Stadt, also es betrifft generell die Situation auf unserem Planeten, aber vor allem im ersten Rang in einer Stadt, in der wegen der Klimaveränderung gewisse Gattungen einfach verschwinden und andere wiederum aufkreuzen, erscheinen. Die Migration von Tieren unter dem menschlichen Druck, das Artensterben, ja, das sind alles Themen, bei denen wir mit Biologen, Künstlern, Soziologen sprechen. Wir haben jetzt eine Ausstellung in der Galerie, die die künstlerischen Arbeiten zusammenfasst. Bald entsteht auch ein Buch dazu. Während der Arbeit in diesem Projekt führten wir zahlreiche Workshops. Hier einer dieser Workshops auf der Suche nach nach dem amerikanischen Waldpilz. Wie Sie wissen, sind wir in Polen sehr bekannte Liebhaber von der Pilzsammlung, ja. Und es war ein Schock für die meisten von uns, nicht native Pilze bei uns zu finden, und zwar amerikanische. Ja, und tatsächlich hat er es geschafft, einfach so nach Europa zu gelangen, durchgelangen. Und wie jede invasive Gattung ist sie absolut auf alles eingestellt, ja, und gegen alles positiv eingestellt und gewappnet, was sie bedrohen könnte in den polnischen Wäldern. Das betrifft den asiatischen Maikäfer. Er ist mehr orangenfarbig und hat mehr Punkte als unser Maikäfer. Auch das ist eine invasive Gattung, die unsere Maikäfer verdrängt. Und wir haben ein Modell eines solchen Maikäfers geschaffen beim Workshops, wo man reingehen konnte in einen Korpus, ja, in die Haut praktisch oder den Panzer von diesem Tier, sich hineinbegeben konnte und sich kurz vorstellen konnte, wie es wohl ist. Dadurch wurde die Verwandtschaft verkörpert zu diesem Tier. Auch diesen Sommer haben wir einen sehr interessanten Workshop auf der Warte durchgeführt. Obwohl das Bild hier nicht ganz das erscheinen lässt, dass das das Zentrum von Poznań ist, ist es aber am Fluss. Und hier haben wir uns das Leben von Bibern angeschaut, und zwar aus dem Blickwinkel der Biber, aus dem Gesichtspunkt der Biber. Und deswegen gingen wir runter zum Wasser und wir schauten uns das nicht vom Land an, ja. Biber sind eine in Polen geschützte Gattung, aber nicht gänzlich. Und aus verschiedenen Gründen gibt es schon eine Akzeptanz dafür, dass man sie umbringt bzw. ihren Raum vernichtet. Während ihre Aktivität in Wassern, insbesondere in Wässern, insbesondere in Städten, einfach ein Heil ist. Ja. Sie tun ganz viel für die Selbstregulierung der Flüsse. Sie regulieren die Flüsse so, dass unsere Sicherheit verstärkt wird. Andererseits leidet ein bisschen daran die Ästhetik, die menschliche Ästhetik.
Deswegen werden sie oft vernichtet als Schädlinge, die die Bäume beschädigen. Also das ist das gesamte Territorium der gesamten Biber-Existenz aus unserer Perspektive schlecht aussieht, so unordentlich. Ja, und darüber haben wir uns unterhalten. Eine Aktion, die wir im September durchgeführt haben, auch im Rahmen des Projektes. Das ist das alte Stadtstadion, das mittlerweile von der Natur wieder übernommen wurde, weil er schon von vielen Jahren, weil es von seit vielen Jahren nicht mehr benutzt wird. Dort sind schon recht alte Bäume rausgewachsen. Und das wurde zu einem natürlichen Refugium für Zufluchtsort, ja, für die Natur in der Stadt. Man könnte kaum sagen, dass das ein wilder Ort ist, denn hier sieht man sich selbst verbreitende Varianten von typisch städtischen Pflanzen, vor allem Bäumen. Dazu haben wir diese historische Tatsache, dass dieses Stadion während des Zweiten Weltkrieges ein Nazi-Arbeitserziehungslager darstellte. Die Gefangenen waren vor allem Juden, die aus verschiedenen Städten dort herangetrieben worden sind, um sie dazu zu zwingen, für verschiedene Projekte zu arbeiten, beziehungsweise um sie hinzurichten. Das ist dort auch passiert. Anna Siekierska, eine Künstlerin, hat dort einen Ort für Stille und für Gedächtnis erschaffen. Einerseits sollte das ein Ort für Gedenken und für eine historische Zelebration sein, aber gleichzeitig auch einer für Natur. Ein Ort, der zeigt, was mit unserem Klima und unserer Welt passiert, das ein bisschen zurück, den Raum zurückgibt an gewisse natürliche Prozesse. Und ein solcher symbolischer Staat war die Einsetzung von Gelbblumen, um zu symbolisieren, die 2000, das sind 2007, die hier eingesetzt wurden, um die der 2000 Opfer zu gedenken. Das ist ja ein Symbol von Marek Edelman, dem letzten Überlebenden, den letzten lebenden Leader des Warschauer Aufstandes. Das ist ein Symbol, das er popularisiert hat, weil er immer diese Gelbblumen auf die Gräber der jüdischen Opfer gelegt hatte. Warum? Weil das eben Blumen sind, die so um den 19. April herum gedeihen, ja, und aufblühen. Wir warten die ganze Zeit, bis die ersten Blumen wachsen. Ein anderes Projekt, über das ich erzählen will, ist das Projekt Workshops der Revolution von 2018. Und dieses Jahr, 2018, war hier ganz wichtig, denn es war der 50. Geburtstag von dem Mai 68, der in Westeuropa, in Deutschland, in Frankreich vor allem mit den studentischen Aufruhren einhergeht und assoziiert wird, mit dem Beginn der Kontrakultur, ja, der Gegenkultur, mit gewissen Umschwingungen in der Politik, beim Gedankengang über die Welt, über die, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das haben wir umgesetzt, dieses Projekt, mit dem Theater des Achten Tages, einem wichtigen gegenkulturellen Theater in Poznań und in ganz Polen. Und wir haben die Orte ausgetauscht, sodass das Theater zu einem Ausstellungsort wurde und unsere Galerie wurde zu einem Ort für Theaterstücke. Wir haben eine sehr internationale Gruppe zusammengesammelt. Wir wollten die Subjektivierung der Revolution am heutigen Tag zeigen. Es geht ja uns nicht darum, die Revolution von vor 50 Jahren wieder zu erzählen, sondern uns überlegen, wie wir diese Revolution 2018 durchführen könnten.
Hier auch ein paar Fotos von den Workshops mit Roma-Kindern. Wir arbeiten mit ihnen auf diese Art und Weise, dass wir vor allem zu ihnen fahren. Das ist auch eine sehr schwierige, sehr misstrauische und verschlossene Gesellschaft. Wir mussten uns sehr strecken und bemühen, um dort gewisse Verhältnisse aufzubauen. Hier sieht man schon die zweite Etappe, als es uns gelungen ist, die Kinder einzuladen und die Eltern davon zu überzeugen, dass man die Kinder in die Galerie mitnehmen darf und dass nichts passiert, dass sie dort sein werden. Das war ein Workshop zu einem Film von 1980 von Isabella Gustowska aus dem Zyklus relative ähnliche Eigenschaften. Und darum ging es auch, um das Zwillingssein, um Ähnlichkeiten, um solche Dinge. Und bei dieser Ausstellung Magisches Engagement von 2020, die auch ökologischen Problemen gewidmet war, aber auch Gruppen, die sich in den Dörfern bei Poznań mit der Schaffung von Handwerk beschäftigt haben, mit der Schaffung von Nutzgegenständen, wollten wir eine künstlerische Denkweise umsetzen hier oder fördern. Und hier haben wir zum Beispiel diese große Spinne geschaffen, zusammen mit Paweł Błonski. Auch hier sehen wir einen Künstler mit Roma-Kindern, der ihnen beibringt, wie man diese Spinne aufbaut. Einer der ersten Projekte, die ich umgesetzt habe in der Galerie, war die Ausstellung Lass uns über die Welt reden. Es ist eine insofern interessante Ausstellung, die auf einem Buch basiert, das zuerst entstand. Dieses Projekt wurde an der Architekturbiennale in Venedig präsentiert und wir haben dieses Buch umgewandelt in eine Ausstellung. Die Seiten der Bücher wurden zu Ausstellungsstücken, zu Punkten zum Anschauen. Ich glaube, dass wir auch ein sehr wichtiges Projekt der kreativen Krankheitszustände umgesetzt haben. Es ging um HIV, AIDS und Krebs, wo die Ausstellungsstücke einerseits von infizierten Künstlern beziehungsweise von Amazonen, also weiblichen Opfern von Brustkrebs. Das war eine sehr interessante Zusammenstellung. Das sind oft sehr konservative Damen im mittleren Alters, oft sehr typisch, ein normales Leben führen, in die Kirche gehen und einen Künstler zu treffen, der auch noch AIDS-krank ist, war für sie das Ende der Welt. Das war eine absolute, abstrakte, schockierende Dinge. Aber es stellte sich heraus, dass es gewisse Gemeinsamkeiten gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Allein schon die Ausschlusskraft dieser Krankheiten, ja? Die Exklusionskraft. Es ging uns auch darum zu zeigen, dass die Krankheit nicht nur eine Krise darstellt, sondern einen Sonderzustand, dank dem eine neue Möglichkeit entsteht, neue Zustände, neue Möglichkeiten, etwas Neues im Leben zu entwickeln. Bad Time, die letzte Ausstellung von Künstlergruppen, Dziewczyństwo aus Poznań, Coven aus Berlin. Dziewczyństwo, also das Mädchentum. Das sind zwei Gruppen, die sehr junge Künstlerinnen zusammenfügt. Hier wollte man ein gigantisches Schlafzimmer in der Galerie erschaffen und Schlafraum. Und das Interessanteste geschah dort nachts. Man konnte sich melden zu gewissen Nächten, wenn man mit einem Pyjama und einer Zahnbürste ankam.
Dann kamen die Leute in Pyjamas, legten sich auf die Bette hin und während dieser Nächte gab es Auftritte, Filmprojektionen, Gespräche und so weiter. Wir waren natürlich, uns wurde natürlich sofort vorgeworfen, dass wir Orgien veranstalten. Aber das war bei weitem nicht die, der einzige Vorwurf von Seiten von rechten Gruppen, mit denen wir zusammengestoßen sind in der Galerie. Das Poznaner Fernsehen machte sogar ein Special über uns, einen Film, in dem sie beschrieben haben, so eine Reportage, in denen sie diese Orgien beschrieben haben, da wurde der Film ganz schnell übernommen von den Künstlerinnen und als Element der Ausstellung, in die Ausstellung eingespeist. Ja, das wäre alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy w niedoczasie. Vielen Dank. Wir befinden uns leider in Überzeit, aber wir wollten nicht unterbrechen, weil diese Vorträge unfassbar interessant gewesen sind. Ich möchte Marek ganz herzlich gratulieren. Es ist nicht nur der Austritt aus dem Elfenbeinturm, wenn wir von Galerien oder Museen sprechen, wo wir daran denken, dass das einige der wenigen Orte sind, die vielleicht noch das Potenzial dazu haben, einen freien öffentlichen Raum darzustellen für Menschen. Das vergisst man oft. Und Marek hat, wovon er vielleicht nicht erzählt hat, hatte er eine sehr schwierige Aufgabe, Situation zu lösen mit seinem Team. Er übernahm eine Person, übernahm seinen Verein, die eine sehr faschistische Einstellung hatte. Sie wurde nach Warschau übernommen. Wir werden jetzt keine Werbung machen, keine Namen nennen. Aber diese Dinge, die in der Galerie Arsenal entwickelt worden sind, sind solche, die selten in dem öffentlichen Wahrnehmen überhaupt eine Widerspiegelung finden. Vor allem auch in den politischen Werken. Das sind vor allem auch wichtige Themen. Und das ist auch eine wichtige Stimme, die du hier hast. Und ihr seid vielleicht die Provinz, aber habt natürlich eine sehr wichtige Position gegenüber uns hier im Grenzland. Wir haben eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen.